Das Funkhaus Grünau ist eigentlich ein echtes Prachtstück. Zumindest war es das mal. Backsteinbau direkt an der Regattastrecke. Das DDR-Fernsehballett war da mal zu Hause und sogar so eine Art Geheimsender. Mittlerweile allerdings muss man schon ganz genau hinschauen, um den alten Glanz noch zu sehen. Aber das soll sich ändern, sagt der neue Geschäftsführer der Firma, der das Haus gehört. Mein Kollege Christian Walter hat den dort getroffen. Grünau, Grünau. Trotz Straßenbahn ziemlich JWD. Vorne das ehemalige Funkhaus Grünau an der Regattastraße, hinten die Regattastrecke auf der Dahme, die hier auch Langer See genannt wird. Geheim, geheim. Lange wusste kaum jemand, wem dieses Haus jetzt eigentlich gehört. Recherchen der Abendschau führten nach Hamburg zur ersten hanseatischen Projektmanagement GmbH. Schließlich haben wir uns mit dem neuen Geschäftsführer zu einer Ortsbesichtigung verabredet. Er sagt, er sei selbst noch nie drin gewesen, hat aber schon die Akten studiert und die spannende Geschichte. Geheim, geheim. In den 50er Jahren war hier neben Redaktionen des Berliner Rundfunks auch ein Geheimsender untergebracht, der Deutsche Freiheitssender 904, der Propaganda Richtung Westdeutschland sendete. Nebenan war der Deutsche Soldatensender 935 versteckt, ebenfalls geheim, ebenfalls Propagandasender. Später kam die Unterhaltungsredaktion des DDR-Fernsehens samt Fernsehballett hier unter, Heinz Quermann und Kollegen. Vieles wurde umgebaut, neue Wände rein, alte Decken raus, die ursprüngliche Pracht ist kaum noch zu erkennen. Nach der Wende ging es wechselhaft weiter, mal was Soziales, mal was Kreatives und nun schon seit Jahren nur noch Verfall und Gerümpel, obwohl das Haus unter Denkmalschutz steht. Gebaut wurde die einst repräsentative Wassersportvilla 1928-30 von der Danat Bank nach Plänen des Architekten Otto Spiecznyi. Doch die Bank war bald pleite und das Rudern Geschichte. Während der Olympischen Spiele 1936 war halt die italienische Rudermannschaft hier untergebracht. Da war draußen ja die Regattastrecke. Aber mit Ausbruch des Krieges war dann die Sportlerzeit hier in diesem Haus vorbei. Dann wurde es noch eine Zeit lang als Lazarett genutzt und hinterher, wie gesagt, als Funkhaus. Das heißt, der ursprüngliche Zweck, zu dem dieses Haus auch von dem Architekten entworfen, konzipiert wurde, der wurde nur ganz kurz gelebt. Schon 2008 hatten die Hamburger das Haus ersteigert. Jetzt endlich, 9 Jahre später, soll ein Konzept her. Offen gesagt habe ich noch gar keine Idee. Ich bin heute das erste Mal hier in dem Objekt. Ich bin bei dieser Firma, der das Objekt gehört, erst seit 1. März angestellt als Geschäftsführer. Und ich brauche erstmal eine Idee, die ich dadurch bekomme, dass ich in das Objekt reingehe. Der Bebauungsplan für diese Gegend lässt nicht viel Spielraum. Selbst für eine Wohnnutzung braucht es eine Ausnahmegenehmigung. Ich könnte mir, also so ganz spontan, könnte ich mir vielleicht hier sogar betreutes Wohnen vorstellen. Das ist einfach ein wunderschöner Blick aufs Wasser raus. Das ist ein tolles Gelände. Ist aber eben nur so eine Idee. Langwierige Verhandlungen mit dem Bezirksamt sind zu erwarten. Da fließt noch viel Wasser die Dahme entlang.